66%, ey. Ich hoffe, wir können halt ein paar Prozent drauf machen. So, wo sind wir stehen geblieben? Und wir sind stehen geblieben. Stimmt, bei der Kammer da oben. Vor der Relikthalle. Wir haben den Namen von diesem komischen Würfel da rausgefunden. Und den werden wir jetzt mal konfrontieren. Geil. Verstärktes blutrotes Amulett. Krass. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Nebel ist zu dicht. Ah ja. Komm. Alle drei. Alle drei zusammen. Oh Gott, da unten war noch einer. Hoffentlich hat der sich jetzt nicht umgedreht. Mit den Augen. Ja, wir machen wieder zweifaches Tempo, weil dann kommen wir deutlich schneller voran. Schuss. Boah, 1300. 1300 Leben ist schon krass, ne? Wie einfach. Also 1300 Leben kann man machen. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der exekutiert mich, wenn ich Ich glaube, der exekutiert mich, wenn ich unter 50% habe. Ja, Schrecken. Schrecken, Schrecken. Schrecken ist nicht so schlimm. Die letzte Lektion kann beginnen. Jetzt bin ich echt. Ich finde es gut, dass man mit dem Ulti halt auch Mana generiert. Ach, das habe ich gebraucht. Danke, Captain. Alter. Und vergessen. Fast 3000 Crit. Genau so. Fast 3000 Crit. Oh, heilig mal. Ist hier. Wer ist jetzt dran? 5540 Grit. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur am Rande erwähnt haben. Überraschung. Ja, auch Miss Fortune macht jetzt gut Damage, ne?
Kann man ein bisschen AOE-Damage machen. Bereit für mein wahres Gesicht? Mir entkommt niemand. Denn die Göttin lag wohl falsch. Oh, shit. Das ist natürlich krass, ne? 6000er Crit. Ich kann die wiederbeleben auf der Tempo-Lane mit 2500 Leben. Ey, mein Team ist doch einfach OP jetzt. Okay, hier unten war Maglad. Narren haben kein Glück mit mir. Alles in Ordnung, hoffe ich. Ich habe beide geone-shottet. Der eine ist keine Kunst, aber die anderen beiden, also der eine da, der Frontale. 2500 One-Shot. Einfach One-Shot. Vielleicht in deinem nächsten Leben. Warum killt er mich jetzt hier? Hey. Ich hatte doch einen, oder? Oder habe ich mich dagegen entschieden, den zu holen? Gebt euch wenigstens Mühe. Kann auch sein, dass ich den Wiederbelebungstrank nicht mehr gekauft habe. Doch, ich habe noch den Wiederbelebungs... Warte mal. Gibt's hier nichts Größeres? Debuffs, ey, was interessieren mich... Wobei, Debuffs interessieren mich schon, ne? Debuffs interessieren mich schon. Weil bei 20 Stacks ja einfach wieder einfach zweimal hintereinander angreift. Also 80% vom Leben ist halt schon fast ein Insta-Kill, wenn man ein bisschen Leben verloren hat. So, jetzt kommen wir da oben nicht rein, ne? Der Nebel ist zu dicht. Okay. So, da die können wir aber noch holen. Du weißt, wer ich bin? Du
Du weißt, wer ich bin? Ah, ich mach's lieber. Ich gehe lieber auf die sichere Variante. Alter. Für die Götter. In der Hoffnung, dass wir dann noch leben. Ein weiterer erledigt. Herzlichen Dank. Die heilen sich so hart gegen, ne? Das ist schon asozial. Das ist wirklich asozial. Ich dachte, ihr werdet stärker. Also dieser Buff von Ahri. Wenn mal meine Gruppe einigermaßen down ist, ist schon echt böse. So. Wir gehen jetzt einmal hier lang. Uiuiui. Uralte Schulterplatte, die ist bestimmt gut für unseren hier. Holy moly. So, Schatzsucher. Nee. Hier können wir noch ein bisschen mehr Schaden aus Illaoi rausholen. ...152 mehr Schaden, ne? Das rechnet sich ja fast. Wenn sie wirklich mal angreift, ne? Mehr Leben ist ja schön und gut, brauchen wir aber nicht. Ring des Champions, ne? Die haben wir eigentlich ganz gut gebufft. Den haben wir schon. ...192 mehr Schaden. Ahri können wir eigentlich... Eigentlich können wir das ja... können wir ja Leben ignorieren, ne? Wir spielen es mal so. So, wir können jetzt zur Bibliothek gehen, aber wir wollen jetzt noch kurz einmal unten gucken, was wir da aufmachen können. Wir kamen da die ganze Zeit nicht rein, jetzt will ich da aber rein. Kommt mir nicht zu nah. Ja, nervt nicht. So, Angriff Ahri. Sind wir schon bei 355 auf Crit. Die Wahrheit ist hier. Das ist Schicksal. Helft mir, damit ich weiterkämpfen kann. Wie viel Schaden hat er gerade gemacht? Das war echt viel Schaden für so einen kleinen, für so ein kleines Buch. Munitionsverschwendung. Urteile. Erwischt. Halt die Augen offen. Vollheilung. Jetzt so Ulti zu verwenden ist eigentlich Unsinn.
Aber ihn so überhaupt nicht zu benutzen, ist halt auch Quatsch. Deswegen machen wir's. So, jetzt will es aber unbedingt hier in dieses komische Ding da rein. Endlich. Endlich kann ich hier aufmachen. Und hoffentlich hat der hier was für mich parat. Schließe die Zelle bitte. Oh ja. Okay. Das war, glaube ich, für Yasu. Alter, Vater. Alter, Vater. Krass. Das ist krass. Das ist nicht so krass. Aber die Klinge ist krass. So, wie sieht's jetzt aus? 2-8 gegen 2-1. Ah, MF ist immer noch ein Monster. So, gut, dass wir wenigstens hier waren. Dann haben wir zumindest diese krasse Waffe da gefunden. Also, falls ihr ja so spielen solltet, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Lohnt sich. So, hier haben wir jetzt alles gemacht, ne? Hier waren wir jetzt überall. Dann gehen wir jetzt endlich zur Bibliothek. Mal hier mal. Da ist doch starker Wiederbelebungstrank. Wieso? Ich hab den doch. Ich hab sogar einen mittleren Wiederbelebungstrank. Hä? Wieso kann ich den nicht einsetzen? Oder muss ich da tatsächlich blättern für? Naja, Tränke brauchen wir nicht. Wir können lieber hier speichern. Wieso kann ich die im Kampf nicht einsetzen? Weiß auch keiner, ne? Das weiß auch keiner. So, hier waren wir durch. Let's go zur Bibliothek. Als Kind schon gelernt, dass Dreieckige kommt in den Kreis. Die Zeichen sehen aus wie die aus dem gesegneten Gewölbe. Stammen sie von deinem Volk? Ja, die Vesani, meine Vorfahren. Diese Artefakte gehörten ihnen. Sag mir nicht, der Thresh ist ein Vesani oder so. Ich bin ihnen näher als je zuvor. Ich bin ihnen so nah, wie ich noch nie zuvor jemandem war. Das stimmt nicht. Wir sind hier. Du dachtest bisher, du wärst die Einzige, nicht? Unzählige Jahrhunderte lang. Auch wenn das unmöglich schien. Aber was macht dieser Dämon Thresh mit ihren Artefakten? Hast du etwas gefunden? Ich bin nicht sicher. Was ist denn? Noch ein Sonnenstein. Ein Gefäß. Es muss der sein, den Gangplank für Thresh hergebracht hat. Nimm ihn. Aber er ist matt, als wäre er geleert worden. Und doch, ich höre etwas. Etwas im Inneren. Stimmen und Gefühle. Erinnerungen, die mir vertraut vorkommen. Wenn das die Erinnerungen meiner Ahnen sind, wieso kann ich sie nicht klar erkennen?
Sie rufen mich, wirken aber so fremd. Stimmt etwas nicht mit mir? Wenn dein Volk tatsächlich Geheimnisse hütete, verwundert es nicht, dass Thresh sie stehlen will. Thresh. Ich werde nie erfahren, welche Geheimnisse der Stein bewahrte, aber ich nehme ihn mit. Er könnte noch von Nutzen sein. Thresh. Vorerst haben wir jedoch wichtigere Pflichten. Eine interessante Entdeckung. Das könnte der Schlüssel zu deinen Vorfahren sein. Niemand sollte allein sein, hm? Ah ja, so hat jetzt dieses Bombenschild. Dieses Bomben-Dingen. Endlich hast du recht. Da können wir dir jetzt ausrüsten. Sonnenstein. Als Waffe. Vielleicht. Nein. Leider nicht. Komm, ich fighte gegen euch alles gleichzeitig. Ah, was? Aber sonst geht's hier allen gut. Sonst geht's hier allen gut, ja? So, baum, baum. Was heißt Feuermal? Der erste Angriffsversuch 22 zusätzlichen Schaden, okay. So, er hat Magie. Erstmal Magie kaputt machen. Achtung. Schrecken 15. Ich kann hier wirklich nicht blättern, oder? Ari sollte eigentlich gerade heilen. Machen wir mal so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll dir eine Lehre sein. Zu viel Damage. Zu viel Damage. Einfach full life. So. So, er zieht mir 307 ab und davon heile ich 119. Das ist schon geil, ne? Wir machen jetzt einfach einen Speedrun. 195 Erfahrung ist auf jeden Fall sehr gut. Stolz des Panzers. Nochmal 380. Wirft bei jedem Treffer 25 absoluten Schaden auf den Angreifer zurück. Das ist sehr gut für die Verteidigung. So, hier waren wir. Dann gehen wir jetzt hier links her.
Dann gehen wir jetzt links her. Ui. Ari, mal ein bisschen heilen, bitte. Das heißt, wenn die jetzt angreifen, kriegt er auch Schaden. Das ist schon geil. Das ist auch schon ziemlich geil. So, machen wir hier Roundhouse Kick. Wie lieb von dir. Erfrischend. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Dummer Fehler. Nicht jeder ist würdig. Mehr für mich. Wieso? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wieso ist das so? Das ist ja furchtbar. Riecht nach Schießpulver. Ah, ich muss verteidigen. Die letzten 700er Schild. Vielleicht reicht das, um hier gerade noch so rauszukommen. Der hat mich einfach gewone-shottet. Munitionsverschwendung. Helft mir, damit ich weiterkämpfen kann. Ich hab mich einfach gewone-shottet. Na, Ari muss jetzt Elaui erstmal hochheilen. Ich brauche Hilfe. Okay. Der Nebel hält meine Kugeln nicht auf. Okay. Der normale Lane ist momentan scheiße. Dann. Ich habe noch viel zu geben. Geh mal auf die Schadenslane. Wenn das so ist, geh mal auf die Schadenslane. Und da bollert es auch nochmal ordentlich rein. So, der ist weg. Ich bin echt sauer. Ein bisschen Mana. Das fühlt sich viel besser an. Oh, 900. Will noch jemand? So, jetzt ist hier alles kritisch. Jetzt ist hier alles kritisch. Und heilen. Haben Sie nicht erwartet? Geil. Aber jetzt fast zu Ende gewesen. Ne? Ganz normaler Fight. Und dann fast verreckt. So, wo muss ich her? Muss nach. Nach da. Hier war nichts. Doch, wir gehen da mal gucken. Gehen zumindest mal gucken, ob da was ist. Die übertreiben ja aber auch komplett mit den Gegnern.
Wer ist jetzt dran? Ist halt immer noch so, ne? Bin ganz außer Atem. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen, Arin. Du bist erledigt. Alter. Ich etwas Hilfe gebrauchen. 1700. Also die Gegner machen jetzt halt auch ordentlich Damage, ne? Okay. Da ist der Sensenmann. Wir müssen über 50% bleiben. Sonst one-hittet er uns. Könnt ihr es fühlen? Ah, Illaoi muss shielden, sonst geht das hier böse aus. So, den kann man mal ein bisschen nach hinten. In Schusslinie. Ah, ich hätte auf der Schadenslane machen sollen. Das Gute an Illaoi ist, dass sie ihren Debuff wegmacht. Fünftausender Crit, Leute. So, habe ich keinen Mana mehr, ne? Jetzt bin ich dran. Dann holen wir uns Mana. Erfrischt. Erwischt. Der Kampf ist mein Leben. Hat er einfach verfehlt, geil. Oh, 1000er Crit vom Gegner ist auch böse. Das hat wehgetan. Bist du bereit? Ich will einen großen Grabstein. Du hast gut gekämpft. Der ist einfach, die ist einfach full life. Mein Hunger schwindet. Will noch jemand? Einfach full life. Durch die Stacks von Ahri und durch das Wiederbeleben. Zack, MF wieder full life. Bedrohung. Das ist schon geil. Das ist, also wir haben wirklich eine richtig harte Kombination. Finde ich. Ahri ist sowieso ziemlich krass.